Nach außen hin läuft am Kraftwerk Schwarze Pumpe alles ganz normal. Doch vor den Toren ist es ruhig. Rein darf nur, wer für den Betrieb auch wirklich nötig ist. Besucher müssen seit einigen Wochen draußen bleiben. Eine der vielen Sicherheitsmaßnahmen, die bei der LEAG zurzeit greifen. Wir haben zum einen das Schichtpersonal entzerrt, sodass es möglichst wenig Berührung gibt. Wir haben in den MTWs die größten Abstände gelassen. Die Kantinen sehen aus wie Abiturprüfungsklassen. Wir haben ganz, ganz viel auf das Thema Hygiene hingewiesen. Und wir sind sehr erfolgreich gegen den Trend gelaufen. Das heißt, wir haben deutlich weniger Mitarbeiter, die betroffen waren, als in Brandenburg und Sachsen. Und das ist dem umsichtigen Verhalten unserer Mitarbeiter zu verdanken. Hinzu kommen etwa 900 Mitarbeiter, die mobil, also im Homeoffice, arbeiten. Vorkehrungen, die in erster Linie der Gesundheit von Mitarbeitern und Partnern dienen, aber natürlich auch den Betrieb sicherstellen sollen. Ein Corona-Ausbruch in einem Kraftwerk wäre für die gesamte Energieversorgung fatal. In Deutschland ist die Nachfrage an Energie seit März um ca. 10% zurückgegangen. Die Industrie kann nicht wie gewohnt arbeiten, davon ist auch die LEAG selbst betroffen. In der Veredelung, wo Kohlestaub und Briketts für andere Unternehmen produziert werden, musste vor Ostern Kurzarbeit angemeldet werden. Die Aufträge blieben schlicht aus. Ein Großteil des produzierten Stroms kommt zurzeit von erneuerbaren Energien. Kraftwerke wie das in Schwarze Pumpe bleiben aber wichtig für die Netzstabilität. Der niedrige Stromnachfragerückgang kommt jetzt zusammen mit einem Hoch der erneuerbaren Energien. Die laufen auf Volllast. Und jetzt müssen wir mit dem fossilen Kraftwerkspark, gerade wir mit der Braunkohle, ganz flexibel die Tagesspitzen halt ausregulieren. Das heißt, die Flexibilitätsanforderung an unseren Kraftwerkspark ist nochmal deutlich gestiegen. Und ich glaube, darauf können wir auch sehr stolz sein, dass wir Deutschland sicher mit Strom und auch Wärme in diesen schwierigen Zeiten versorgen können. Dass die aktuelle Corona-Krise jedoch einen Einfluss auf den geplanten Kohleausstieg hat, erwarte man nicht. Was aber noch immer fehlt, ist die gesetzliche Umsetzung. Das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturstärkungsgesetz sind noch nicht vom Bund verabschiedet. Man hofft auf Klarheit noch vor der Sommerpause. Und ich kann immer wieder betonen, Geld allein kauft keine Zukunft. Das, was der Bund versprochen hat, an Investitionen in die Infrastruktur. Das ist die notwendige Voraussetzung, dass hier einfach mehr entstehen kann. Und wir als LEAG, wir fühlen uns als Teil der Lausitz. Wir sind hier ein wichtiger Player in der Region. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Und wie gesagt, wir geben Vollgas, damit die Region eine gute Zukunft hat. Deshalb läuft die Erschließung neuer Geschäftsfelder nahtlos weiter. Die Big Battery in Schwarze Pumpe steht kurz vor der Fertigstellung und das Instandhaltungszentrum im anliegenden Industriepark bietet seine Dienstleistungen ab sofort auch für andere Unternehmen an. In Welzow ist hingegen ein Photovoltaikpark in Betrieb gegangen. Darüber hinaus hat der Eisenbahnbetrieb der LEAG die Zulassung für das öffentliche Schienennetz der Deutschen Bahn erhalten. Man schaut aber auch über den Tellerrand. Bei der Rekultivierung von Tagebauen wird künftig unter anderem der Anbau von Lavendel, aber auch Nutzhanf erprobt.